Hallo, ich bin Gary Jenkins und willkommen im Jenkins Art Studio. Heute malen wir die Königin aller Blumen, die englische Rose. Vor 1900 war sie sehr beliebt. Dann wurden andere Rosen, insbesondere Teerosen, modern und sie verdrängten die arme kleine viktorianische Rose. Aber sie kommt wieder in Mode. Wir züchten sie zum Beispiel in unserem Garten, wie viele andere auch, die sie wieder entdeckt haben. Also hoffen wir, dass wir bald wieder englische Rosen sehen. Ich liebe diese Rose hauptsächlich wegen ihrer vielen Blütenblätter, weil sie so schön dicht ist. Werfen wir doch mal einen Blick auf das Bild, was wir heute malen werden. Wir haben hier die Seitenansicht einer rosafarbenen Rose und eine weiße Rose, die uns direkt ansieht. Merken Sie, dass es die englische Rose ist? Eine traditionelle Rose. Wenn Sie einen Garten haben, sollten Sie versuchen, ein paar davon anzupflanzen, sie zu fotografieren und sie dann zu malen. Schauen wir uns mal die Leinwand an. Die ist ganz schön groß. 46 x 41 cm und ich habe sie mit weißer Farbe grundiert. Wenn ich meinen Finger darüber streiche, sehen Sie, dass etwas weiße Farbe drauf bleibt. Hier in der Mitte, wo ich die Blumen hinmalen will, habe ich allerdings keine Farbe aufgetragen. Hauptsächlich deshalb, damit der Untergrund nicht zu nass ist, wenn ich die Blumen male. Ringsrum habe ich alles weiß grundiert. Dadurch können die Blätter nachher sanft auslaufen im Weiß. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht. Zuerst sollten wir uns aber entscheiden, wie wir die Rosen malen wollen. Wenden wir uns einmal der Palette zu. Wir benötigen ständig Papiertücher. Sie werden sehen, dass ich meinen Pinsel ständig daran auswische. Wir nehmen etwas Malmedium und eine neutrale Farbe. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Grau? Schwarz und Weiß ergibt Grau. Wir nehmen die Farbe auf und dann setzen wir hier eine Rose hin. Hier hinten. Und wir werden die weiße Rose von der rosafarbenen überlappen lassen. So skizzieren wir, wo wir die Blumen genau hinmalen, damit das Dunkelgrün unserer Blätter nicht die Farben unserer Rosen verschmutzt. Nehmen wir mal ein schönes dunkles Grün, etwas Medium, vielleicht auch etwas Sienna. Und wir gehen auf die Leinwand und arbeiten schön mit Kreuzstrichen. Sehen Sie? Sie drehen den Pinsel von der einen Seite auf die andere und dann arbeiten wir uns langsam nach außen. Hier oben nehmen wir dieselbe Farbe. Ich gehe nochmal zur Palette und nehme nochmal dunklere Farbe. Und das setzen wir jetzt hier ein. Jetzt nehmen wir kein zusätzliches Medium auf, denn durch das Weiß, was ich schon auf der Leinwand habe, ist die Leinwand nass genug. Und gleich werden wir diese Farbe auslaufen lassen. Lasst uns mal ein bisschen spielen. Wir nehmen schönes Lila und das setzen wir hin. Ja! Sehen Sie sich diese Farbe an. Wissen Sie, ich liebe Farbe. Wenn Sie Blumen malen, müssen Sie Farben lieben. Wenn Sie einen Garten haben, gehen Sie hinaus, machen Sie Fotos und malen Sie vom Foto ab. Werden Sie Künstler. Ja, machen Sie das einfach mal. Sehen Sie, wie locker und frei? Wir wollen doch nicht pingelig sein. Wenn Sie locker malen wollen, halten Sie Ihren Pinsel weiter hinten fest. Wenn Sie steifer malen wollen, dann halten Sie ihn hier vorne fest. Aber jetzt halten wir ihn erstmal hinten fest. Es ist, als würde man ein Orchester dirigieren. Und so bekommen wir Rhythmus und Farbe ins Bild. Jetzt wieder zur Palette. Etwas mehr Farbe aufnehmen. Lasst uns etwas Gelb und Orange mischen und sehen, was daraus wird. Ein wenig hier. Und hier auch noch ein bisschen. Wir verteilen es einfach. Nicht zu viel, aber hier und da. Sehen Sie sich das an. Ich kann Sie förmlich hören, wie Sie Ihren Mann rufen und sagen, komm mal her, guck dir diesen durchgedrehten Typen an. Jetzt erinnern Sie sich, dass ich Weiß aufgetragen hatte? Das Weiß verwischt die anderen Farben ein wenig. Und die Farben tönen das Weiß.
Hier unten wird es etwas wärmere Farben und oben etwas kühler. Denn hier ist ja das Lila. Und immer den Pinsel bewegen. Ständig in Bewegung bleiben. Es fließt sogar noch ein bisschen dunkle Farbe hier von der Staffelei herunter. Das ist vielleicht von meinem letzten Gemälde übrig geblieben. Wir arbeiten es einfach ein. Was soll's. Wir machen es so lange, bis alles schön sanft ineinander übergeht. Wenn Sie malen, sollten Sie Geduld üben. Ja? Versuchen Sie nicht alles zu schnell zu machen. Jetzt haben wir einen schönen, lockeren, farbigen Hintergrund. Es darf nicht zu überlastet sein, denn dann lenkt es von unseren Blumen ab. Das wollen wir ja nicht. Aber etwas wieder wegzunehmen ist viel schwieriger, als was dazu zu bringen, zu setzen. Wir nehmen nochmal etwas Grau von der Palette. Schwarz mit Weiß, wir erinnern uns. Und dann gehen wir hier hin. Tragen Sie es nicht zu dick auf. Wir verwenden unser Malmedium und verteilen das Grau sehr schön. Es darf sich ruhig mit dem Grün mischen. Dadurch schaffen wir einen lockeren Übergang. Ja, hier sehen Sie das Grün. Egal, welche Farben wir im Hintergrund haben, ziehen Sie sie in die Blume mit hinein. Dadurch kriegen wir schöne Übergänge. In die Mitte setzen wir Rot mit etwas Rosa. Hier in das Zentrum. Sehen Sie, wie ich es hineinmale? Ich ziehe die Farben in eine Art Kreisbewegung hinein. Kleines bisschen mehr Rot. So, etwas mehr Rosa. Ja, das reicht erstmal. Und sehen Sie, sieht schon fast wie eine richtige Rose aus. Jetzt grundieren wir die andere Rose. Wir mischen Rosa und Weiß mit etwas Lila. Und wieder nehmen wir Medium dazu. Sie erinnern sich, wir wollten mit dünner Farbe anfangen, nicht mit dicker, weil wir müssten dann mit jeder darüber liegenden Schicht noch dicker Farbe auftragen. Und dann fängt es an zu schmieren und das wollen wir nicht. Also tragen Sie diese Farbe locker auf. Und für das Zentrum nehmen wir eine schöne dunkle Farbe, zum Beispiel Burgunderrot. Setzen wir hier ins Zentrum und ziehen es nach außen aus. Vielleicht hier auch noch ein bisschen. Das hier nenne ich immer den Bauch der Rose. Jetzt nehmen wir einen Mischpinsel. Den brauchen wir, damit die Farben etwas sanfter ineinander übergehen, um unsere Pinselstriche weich zu zeichnen. Und jetzt wenden wir uns wieder der oberen Rose zu. Aber bevor wir damit anfangen, setzen wir noch etwas Gelb mit Orange hinein. Dadurch wirkt es etwas wärmer. Und jetzt nehmen wir Weiß. Ich nehme einen 3/4 Inch Pinsel, einen Flachpinsel. Und wir arbeiten jetzt mit der Pinselkante. Sehen Sie, wie ich den Pinsel drehe? Ich drechsle sozusagen die Rose aus dem Bild. Oder als wenn man an einem Webstuhl arbeitet, einen Pullover webt. Ja, Strich für Strich holen wir die Rose heraus. Und während wir das tun, setzen wir nicht mehr nur die Kante auf, sondern wir machen auch breitere Pinselstriche. Dadurch entsteht der Eindruck von weiteren Blütenblättern hier oben. Sehen Sie, wie einfach das ist? Haben Sie keine Angst, selbst wenn Sie Anfänger sind. Einfach ausprobieren. Wie bei allem anderen muss man natürlich auch üben, aber man sieht die Rose wachsen. Jetzt noch hier unten. Wir arbeiten jetzt ohne Medium. Überall, wo Sie ein Blütenblatt haben wollen, setzen Sie eins hinein. Hier auch noch eins. Ein großes. Einige Blätter sind größer, einige sind kleiner. Hier ist noch eins. Es ist wichtig, dass die Farbe jetzt trocken ist, also ohne Medium. Weil nur wenn die Farbe trocken ist, haftet sie besser auf der Oberfläche. Man kann es regelrecht fühlen, wie sie auf der Leinwand klebt. Hier ist noch ein Blatt. Hier hängt eins nach unten. Das hat vielleicht so ein kleines... Da können Sie Ihren Hut dran aufhängen.
Hier noch eins und hier oben. Und die Blume kommt regelrecht aus der Leinwand heraus. Aber ich will nicht zu viel machen. Und hier ist die Blume. Die schöne, traditionelle, englische Rose. Ja, besser wird sie nicht. Lassen Sie uns jetzt die zweite Rose machen. Wir nehmen zum Magenta Rosa noch etwas mehr Weiß. Und wir fangen hier mit einem Blatt an. Das hier ist der Bauch, den wir jetzt malen. Er ist so ein bisschen C-förmig. Sehen Sie den Bogen? Jetzt gehen wir mit Weiß hier drüber und setzen ein Blatt ein. Wieder ohne Medium, mit trockener Farbe. Hier noch ein Blütenblatt. Sehen Sie, wie das passiert? Ein Strich überlappt den nächsten. Die Schönheit dieser Rose liegt in der Fülle der Blütenblätter. Also malen Sie sie auch alle, diese Blütenblätter. Wie Sie sehen, wird es nach innen zum Zentrum hin immer dunkler, bis sie sich verlieren, die Pinselstriche. Damit haben wir ein kleines Geheimnis. Offenbaren Sie nicht alles dem Betrachter. Hier noch ein Blatt. Alle Pinselstriche gehen zum Fluchtpunkt, der ist hier. Jedes Blütenblatt hat seinen eigenen Fluchtpunkt. Der von diesem Blatt ist hier. Etwas mehr Weiß mit Rosa. Das ist alles, was ich benutze. Hier noch eins. Vielleicht sollten wir diese Kante hier noch etwas ausarbeiten. Hier noch. Sehen Sie, wie weich die Rose wirkt? Alle Blütenblätter wachsen unterschiedlich. Deswegen können Sie nicht jedes Blütenblatt gleich malen. Das wollen wir aber auch nicht. Wenn Sie dieses Bild immer wieder malen, wird es jedes Mal anders aussehen und in anderen Farben leuchten. Hier unten noch eine kleine Kante, schön weich. Hier auch noch ein Blütenblatt. Fein, dann malen wir noch eins. Das ist Ihr Bild. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Hier noch eins. Aber machen Sie nicht zu viel. Ich sehe das oft in unseren Workshops. Catherine und ich reisen durchs ganze Land und geben Workshops. Ich sehe Teilnehmer, die eine wunderschöne Rose gemalt haben. Und von Weitem denke ich, ich muss schnell Stopp rufen. Viele denken, etwas mehr könnte noch besser aussehen. Und sie malen weiter und weiter und weiter. Und schon bald ist die Rose dahin. Sie hätten schon vor 20 Minuten aufhören sollen. Aber woher weiß man denn, wann man aufhören soll? Nun, bevor es plötzlich wieder anfängt, schlechter auszusehen. Aber dazu braucht man natürlich Erfahrung. Viele wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Jemand sagte mal, hören Sie an einer guten Stelle auf. Ein berühmter Künstler hat das mal gesagt. Ich habe vergessen, wer das war. Setzen wir jetzt ein paar Blätter ein. Wir nehmen Burgunderrot und ziehen einen Strich. Dann drücken wir den Pinsel runter und wackeln. Und schon haben wir ein Blatt. Wir nehmen noch etwas mehr Rot und malen hier noch ein Blatt. Sehen Sie mal, wie schön das Rot hier an dieser Stelle wirkt. Hier noch eins und hier. Oh, das ist etwas heller, weil es sich mit dem Weiß gemischt hat. Experimentieren Sie. Nehmen wir Grau mit Rot. Dann ziehen wir einen Strich hier hoch und malen dort ein Blatt dran. Wir wackeln und formen die Spitze. Hier noch eins. Wackeln und die Spitze formen. Sehen Sie sich diese wunderschöne Kurve an. Sie führt das Auge ins Zentrum zurück. Wir müssen etwas Rhythmus hineinbringen. Übermalen wir die Blume ein wenig. Dadurch rückt sie optisch ein wenig in den Hintergrund und es macht sie geheimnisvoll. Hier oben haben wir noch eine freie Stelle. Wir nehmen ein dunkles Grün und Sienna und schlängeln hier oben die Farbe hinein. Ziehen die Striche zur Mitte und schon haben wir ein großes Rosenblatt. Machen wir es langsam nochmal. Erstmal die Farbe einwackeln. Dann die Pinselstriche von außen zur Mitte hinziehen und schon ist das Blatt da. Malen wir noch eins.
Farbe einwackeln. Striche nach hinten zur Blattmitte. Und schon haben wir noch eins. Kriegen Sie das hin? Ich denke schon. Schnappen Sie sich den Pinsel und üben Sie einfach die Pinselstriche. Denn die Pinselstriche geben Ihnen die Kraft, sich auszudrücken. Sehen Sie mal diesen Farbfleck hier. Ich wusste nicht mal, dass er da ist. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Spielen Sie mit der Farbe. Jetzt nehmen wir Violett und Grün. Runterdrücken und hochziehen. Und da ist noch ein Blatt. Noch eins hier und noch eins. Ja, auch das macht einen schönen Bogen. Und hier unten malen wir größere Blätter. Ein schönes, großes Blatt. Sehen Sie? Grün und Sienna. Und noch eins. Malen Sie die Blätter nicht alle in eine Richtung. Einer Seite hoch, einer Mitte runter. Ein schöner Spalt. Das ist einfach so passiert. Lassen wir es so. Finger weg von den gelungenen Sachen. Der Winkel geht nach hinten. Und da ist das Blatt. Sehen Sie, wie locker und frei das Bild wirkt? Oh, hier drüben sollte noch was passieren. Dieser kleine Wackel-Wackel-Strich. Pinsel aufsetzen, wackeln, hoch und weg. Runter, wackeln, hoch und weg. Sehen Sie, wie einfach das ist? Ich weiß, dass Sie das können. Es ist einfach und es macht Spaß, sich selbst zu entfalten, so wie man es vorher noch nie gemacht hat. Und Sie tun es durchs Malen. Zurück zur Palette. Spielen wir ein wenig. Wir nehmen etwas Orange, etwas Rot, ein bisschen Pink und ein bisschen Blau, ein bisschen Grün, ein bisschen Lila. Ein bisschen von allem. Und in unserem Pinsel haben wir Farbmüll. Er ist einfach nur voller bunter Farbe. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, dass Sie keine Angst vor Farben haben müssen. Wir machen hier oben weiter und fügen einfach ein paar Stiele ein. Wir drücken den Pinsel runter. Wackeln. Wir heben ihn an. Was glauben Sie, ist da drunter? Schauen wir mal nach. Sehen Sie sich diese Farbe an. Das ist nicht geplant. Ich wusste nicht, welche Farbe ich nehmen würde. Einfach mehrere Farben von der Palette aufgenommen. Sie sagen jetzt, na klar. Aber lassen Sie uns das einfach nochmal machen. Es macht Spaß. Wir nehmen Blau, Lila, das hier, das hier, das hier, das hier, Rot, Weiß, Gelb, Ocker, Grün, Grau, Farbmüll. Noch etwas mehr Blau, damit es noch mülliger wird. Mal sehen, was jetzt passiert. Und wir malen hier einen kleinen Stängel. Pinsel runter. Der ganze Farbmüll ist jetzt unter dem Pinsel. Mal sehen, was daraus wird. Wir machen aus nichts etwas Großartiges. Sehen Sie? Sehen Sie sich diese wundervollen Farben an. All diese wundervollen Farben, die Sie auch bei sich im Garten finden. Viele Leute fragen uns, woher wir unsere Inspirationen nehmen. Also Catherine und ich sind von Florida nach Ashland in Oregon gezogen und meine Frau Catherine verbringt den gesamten Sommer draußen im Garten. Ich sehe sie so gut wie nie. Ich bekomme kein Mittagessen, kein Abendessen. Sie ist nur draußen und kümmert sich um ihre Babys, ihre Rosen. Sehen wir uns das Foto an. Schauen Sie mal. Blumen aus unserem Garten. Dahin gehe ich immer. Wir haben ein viktorianisches Haus. Ich gehe zur Tür hinaus und sehe das. Schauen Sie sich das an. Ich kann nicht weit gehen, ohne anzuhalten und malen zu müssen. Ich zeige Ihnen noch etwas. Schauen Sie sich diese Rose an. Kommen Sie etwas näher. Das ist eine Rose aus unserem Garten. Sehen Sie sich mal diese ganzen hellen und dunklen Bereiche an. Die sieht aus wie Mickey Mouse mit diesen zwei großen Ohren hier oben. Hier noch eins. Hoppla, es gehört andersrum. Nein, doch nicht. So rum. Wundervoll. Sehen Sie sich das mal an. Wenn Sie Rosen oder andere Blumen malen, sollten Sie in einer entsprechenden Umgebung leben.
Sie müssen als Künstler in Blumen versinken können. Wir gehen in unseren Garten und ich falle regelrecht in die Rosenbüsche und in die Gänseblümchen. Und Catherine ist draußen und macht dies und das. Wir lieben Blumen, sie sind uns wichtig. Wenn Sie lieber Meereslandschaften malen, sollten Sie am Meer leben. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie man Knospen malt. Das ist ein Filbertpinsel oder Katzenzunge. Ein schöner Pinsel mit abgerundeten Ecken und sehr weichen Borsten. Mit festen Borsten würde es nicht funktionieren. Angenommen, unsere Knospe soll rot sein. Ich nehme etwas Rot auf und achte darauf, dass die Farbe weit in die Borsten hineingeht, fast bis an die Zwinge. Dann nehme ich etwas Grün auf die Spitze und was habe ich dann? Sehen wir uns mal den Pinsel an. Ich habe Grün auf der Spitze und das Rot ist in der Mitte des Pinsels. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man eine wundervolle Knospe malt. Die erste Farbe, die sich aus dem Pinsel löst, ist Grün. Jetzt drücke ich den Pinsel runter. Haben Sie bemerkt, dass ich nur mit der Seite des Pinsels male? Glauben Sie, dass da eine Knospe drunter ist? Schauen wir mal nach. Da ist sie. Sehen Sie? Machen wir es nochmal, falls Sie es verpasst haben. Ich brauche noch etwas Grün. Hier kommt noch eine Knospe. Pinsel wieder runterdrücken. Mal sehen. Ja, da ist noch eine. Malen wir noch eine. Viele Knospen. Hier kommt noch eine. Und zurück. Sehen Sie das? Hier noch eine. Runter. Zurück. Glauben Sie, dass Sie das auch können? Natürlich können Sie das. Sie haben doch alle Ehefrauen. Sie kochen, sie bekommen Babys, all diese wundervollen Sachen. Und irgendwann sagen sie sich, versuch doch mal zu malen. Und die Frauen sagen, nein, das kann ich nicht. Hören Sie doch auf, na klar können Sie das. Sehen Sie sich das doch hier einfach mal an. Jetzt treten wir mal zurück und schauen, was wir gemacht haben. Oh, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, hier unten können wir noch was einfügen. Aber ich glaube, ich werde das jetzt einfach beenden. Wir heben hier dieses Blatt noch etwas hervor. Irgendwas haut hier nicht hin. Weiß noch nicht was. Sieht aus wie ein verunglücktes Blatt. Okay, helfen wir etwas nach. Nehmen wir noch etwas Gelb mit Orange. Und lassen die Sonne auf unsere Blätter scheinen. Wir haben viele kühle Farben, also nehmen wir jetzt Gelb, Orange und Weiß. Ganz trocken, ohne Medium. Und dann gehen wir hierher und lassen die Sonne auf das Blatt scheinen. Sehen Sie mal. Hier fällt auch noch ein Lichtstrahl drauf. Diesen Malstil habe ich vor gut 30 Jahren entwickelt. Sie brauchen also nicht denselben Lernprozess, wie ich durchmachen. Sie müssen nur das, was ich Ihnen zeige, zu beherzigen und schon können Sie loslegen. Und Sie werden all diese wundervollen Bilder malen. Sehen Sie mal, ich finde, das sieht recht gut aus. Sie zu Hause haben natürlich etwas mehr Zeit, an Ihrem Bild zu feilen. Vielleicht könnte man hier dieses Blatt noch etwas vergrößern. So, das wär's. Schnappen Sie sich Ihre Pinsel. Lassen Sie uns Rosen malen, bis sie umfallen. Vielen Dank fürs Zusehen und vergessen Sie nicht, von Zeit zu Zeit stehen zu bleiben und an den Rosen am Wegesrand zu schnuppern. Möge Gott mit Ihnen sein. Bis zum nächsten Mal.